Jetzt habe ich natürlich erstmal was am Arsch. Haha, jetzt. Was hast du für eine Ausrüstung? Da schau mal, was hinten drauf steht. Arma 3. Ja, wie cool ist das denn? Das ist ein Rennfahrer-Outfit. Ist doch dazukommen, wo damals die Co-Kart-Ding gab. Oh. Ach, stimmt. Oh. Ich glaube, ich habe die erste Waffe für mich. Oh, keine Sniper. Ah, nee, doch, Wie oder? geil ist das denn? Nee, doch nicht, aber das Holo passt. Und die Munition brauche ich, doch, ist eine Sniper. Aber nicht viel Schuss. Sturmgewehr. Warum ist die Munition nicht auf? Doch, jetzt hat Ein er's. Helm. Gut. Passt. Boah, das Obacht. Naja, gut. Ist jetzt nicht Ding. Ein bisschen Munition. Fernling kannst du Also ein bisschen. vergessen, also weit schießen kannst du nicht, aber. So. Also 30 Schuss habe ich. Ich nicht, ich habe gerade mal auf 10. Ach, da irgendwo auch ein Ding gestanden. Ja, schau mal hoch. Ey, was hast du da für eine Waffe? Ach, das ist die. Nix Der oben. Sturmgewehr. Oben ist nichts. Anscheinend gibt es da mehr Loot. Nein. Gut. Da haben wir schon mal ein bisschen was gefunden. Das ist schon mal ganz gut. So, dann schauen wir gleich mal darüber zu der Baustelle. Ich würde sagen, dass er da mal rennen, sondern ganz normal bewegen. Also hier ist nichts. Schau schon mal hoch. Ich schau mal, ob wir hier wieder irgendwo so einen scheiß Zombie haben. Also du, ich mein, du schaust schon mal hoch. Achso, Nee, dachte, warte, du ich schaust schau hoch. schon. Ja, nee. Nee, da ist nichts. Ja, ich habe jetzt was zum Anziehen. So, dann gehen wir mal in die Stadt langsam rein. Ich denke mal, bei den explosiven Aber Viecher wo ist denn hier das Loch, verdammt? da kommen halt da, ich laufe auf die Straße runter. Ah, okay. Da läuft eine Ziege. So, mal schauen. Schau mal, ob man an dem Steg ein Boot sehen oder was. Nö, ich sehe nichts. Fahrzeug wäre nicht schlecht. So, da ist Wassertunnel. An der kann man, glaube ich, Wasser trinken, oder? Nee, es soll angeblich eine geben, wo man Wasser trinken kann. So, hast du es gefunden? Nein. Ah, da ist Sessel. Schaut, und da auf der anderen Seite ist ein Bett. Schau du das Bett an. Ach, was haben wir denn da? Irgendwas im Saufen. Bei mir war es schon da. Oh, Female West. Oh, der Ruger. Ja gut, das ist eine 22er, aber das ist egal. Erstmal Schalldämpfer hier. habe ich gefunden. Und der Whisky habe ich. Was? Schalldämpfer. Ey, was hast du? Oh, ein Taucheranzug für die Frauen. Aha. Und da hängen sogar ein Stück Flossen dran. Ja, die Ja. Sch hey, da schau mal, da ist noch mehr. Da ist ein Schrank gespawnt hier. Der ist gerade eben hier gespawnt. Krass. Vorher gar nichts gesehen. Schauen, Essen müssen wir natürlich aussuchen. Oh, Radio. Ist cool. Dann 45er Munition und MTA. Was ist MTA? Was Ein ist Paint MTA? Can habe ich gefunden. Ja, okay, muss jetzt mal schauen, was das ist. Erste Hilfe habe ich gefunden. Dixon. Das Fountain heißt, hast du wenn in einer Pen. stirbt, dann kann man bestimmt retten. Oder wenn einer halt verletzt wird oder was, okay? Genau. Cool. Na dann weiter. Also mal schauen wir mal da hinten in den Raum rein. Da ist nix. Drüben ist eine Lagerhalle.
Ich gehe mal rein. Wo? In die Lagerhalle. Ah, bist du vorne? Ich bin von der anderen Seite gegangen. Lass uns bitte zusammenbleiben, falls irgendwie was sein sollte. So, hier ist nix. Ist vorne was drin? Nein. Ah, das kann sein, dass wir schon wieder ein bisschen zu schnell sind. Also ich weiß halt noch nicht, in welchem Gebäude was spawnt. Da zum Beispiel in so einem Ding habe ich schon einen Waffenkoffer gefunden mit einem Ding drin. Nicht M4. Ja, mit der Schnellfeuerwaffe halt. Hast du was? Nein, nein, ist nichts. Ja, das nächste Haus. Gehst auf welches da was? Ja, in dem Mülleimer kannst du auch durchsuchen. Ja, was da dran hängt. Ich guck oben. Leer. Unten auch leer. Ich spring runter, dann bin ich gleich tot. Das darfst nicht, du darfst nicht einmal 10 cm springen. Mir wundert, dass du bei der Treppe nicht gleich verrückst. Ah ja, das habe ich ja gesehen bei dir. So, dann hier werden wir den Mülleimer durchsuchen hier. Ich gehe schon mal rein. Ja. Oh, Dokument. Ich geh mal nach oben. Unbekannte Dokumente, ich nehme mal mit, schauen wir mal, wofür die sind. Unten Schrank. Oben nichts. Okay. So, oh, Tactical West MRD, das kann ich nicht benutzen. Was nehmen wir dann? Einsatzweste mit Gurt oder taktische Weste? Ich würde sagen, nehmen wir die taktische Weste. Da muss ich aber zuerst mal alles ausleeren. Ich lasse dich gleich ran. Bitte kurz warten, dass du dabei, weil du musst erstmal deine Tasche ausleeren, dass du dann die andere taktische Sache nehmen kannst. So, dann haben wir. Nein, vielleicht brauchst du das, was da drin ist. So, dann das hier. Also Weste habe ich noch gar keine. Da ist noch eine drin. Da waren zwei drin. Ich tue jetzt bloß mein Zeug wieder raus. Und das, was ich nicht brauche, das lasse ich drin. Da ist nämlich MRD drin. Vergrößerung mal 1, vielleicht brauchst du das für deine Waffe. An meine passt es nicht. So. Jetzt schau mal rein. Ah doch, ich hab eine Einsatzweste. Ja, das ist die, glaube ich, besser. Ja, besser wie deine Umhängetasche, auf alle Fälle. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man so eine Drohne überhaupt unschädlich machen kann, wenn da eine auftaucht. Oh, taktischen Rucksack. Jetzt habe ich noch einen richtig großen Rucksack. Cool. Da war nix. So jetzt. Okay? Cool. Hast auch die Weste, cool. Super, dann weiter hier. Machen wir zuerst hier unten die ganze Straße fertig. Alle Häuser und dann gehen wir in die nächste Ding hoch. So, mal schauen, was haben wir hier? Nichts leer. Ich gehe mal ins rechte kleine Gebäude. Ja, bei mir, ich habe wieder was drin. Search. Nichts drin. Sardinen und 45er Munition, die nehme ich mal mit. Sardinen nehme ich auch mal mit. Aber Sardinen sollen angeblich, wenn man die isst, Vergiftung hervorrufen. Weil sie abgelaufen sind. Lass uns erstmal unten an der Straße entlang weiter. Bevor wir oben laufen. In der Kirche findest du oft Waffen. Wie makaber. Ah, das sind so Abfall-Dinger. Ich weiß nicht, ob die gehen. Mal schauen. Nein, bei mir nicht. Nein, da auch nicht.
Mal schauen, ab und zu findest du einfach, stehen einfach so blaue kleine Schuhkartons rum. Da können auch Sachen drin sein. Das geht aber. Das müsste, genau. Aber nichts drin. Okay. Schauen wir jetzt hier noch rum. Nichts. Ja. So, gehen wir mal in die Küche rein. Da ist Sessel vor der Küche. Und die haben einen Schuhkarton. Ja, wieder was, mal Waffe. Okay. Mit Zeittransportgürtel. Ich habe jetzt ein besseres DMS, habe ich jetzt. Ding. Du kannst da. Herinnen habe ich Holo-Side und Sardinen. Ich habe dich jetzt ein besseres Zielhilfe gefunden für meine Waffe. Und da Metal Scrap nehme ich auch mal mit. Hier in der ersten blauen, bei dir, da, hier, bei der. In der Ding, Schacht da unten. Genau. Was haben wir da alles drin? Das, die Zielhilfe könnte für dich passen. Ich habe gerade schon angefunden. Ich weiß, ob die DMS besser ist. Und die Sardinen nehme ich mal mit. Oh, oh, oh! Was hast du für Überraschung? Alter, geil! Naja, da. Maschinenpistole. Firmin MP540 und ein M14 Green. Welche willst du haben? Also ich bleibe bei meiner Sniper. Aber warte mal, man kann... Also sag mir, welche du haben willst, die andere kann ich mitnehmen in den Rucksack. Weil man kann auch Waffen in den Rucksack stecken. Weil dann kann man sie verkaufen, weil die brauchen später eh die Kohle. Schau mal rein. Ja. Mir ist egal, ich habe noch eine. Dann nimmst du eine mit, ich nehme eine mit. Ja, okay, cool, dann nehme ich die Firmen. Ne, dachte ja, ich wusste ja nicht, was du willst. Und dann nehmen wir das noch mit. Genau. Ne, ich behalte einfach mal Sturmgewehr. Okay, gut. Gut. Den Munition? Was für Muni brauchst du? Ich brauche 12,7 mm. Ah, okay. Die 12,7 mal 108. Ich brauche die 5,56 mal 75. Ja, dann schieb du den Rest hier noch ein. Wenn du ihn reinkriegst, weil die Kamera. Oh, die Waffe kann ich nicht mitnehmen. Okay, dann nimm dann. Ich hab keinen Rucksack. Dann nimmst du ich noch mit. Weil dann ist zwar der Rucksack auch bald voll, aber die kann man gut verkaufen beim Trader. Und der weiß. Ja, gib mal unser Gold zusammen. Ja, genau. So, ah, der hat sich da schon mal gelohnt. Warst du da schon drin? Nein. Da ist auch nichts. Ja. Ich denke mir mal, dass das eventuell das Spiel auch ein Carlos gefallen würde, weil Arma 3 hat er ja. Und dann den Epochenmod noch. Oh, da haben wir einen Kühlschrank, da gibt es bestimmt Essen. Müssen wir jetzt sowieso mal schauen. Ja. Meatballs und Metal Scrap. Hast du da? Jetzt müssen wir mal schauen, dass du auch noch was kriegst zum Essen. Mal oben hochschauen. Ach, geht doch, okay. Da ist aber nichts. Helly, das ist übrigens ein Taucheranzug. Ey, da unten ein kaputtes Schiff, schau mal. Ja, das Scope ist jetzt cool. Es sieht. Was läuft denn da? Ne, eine Ziege. Huh! Das dachte ich schon. Bist du jetzt runtergekupft? Nee, nee, ich bin runtergelaufen. Ah, drum. So, und dann schauen wir gleich nächste. So, ich gehe erstmal kacken. Was? Gibt's hier Toilette oder was? Ah, Tatsache, und? Was drin? Nö. Ja. Ich bin hier in dem nächsten Haus. Ja, ich sehe es, da bist du. Wir sind black and white.
Hier ist nichts.